Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakt Fabro Aktuell, heute am 2. Februar. Ich darf heute auch begrüßen unsere Fahrsekretärin in St. Pius, Frau Medler-Hermann. Ja, guten Morgen und guten Morgen, Steff. Ja, heute eben aus unserem Studio-Büro in St. Pius mal unsere Nachrichtensendung. Wir wollen zu Beginn wie gewohnt zurückblicken auf die letzte Woche. Zum einen, wie angekündigt, gab es einige Treffen im Dekanat von Hauptamtlichen, wo wir auf die Fastenzeit geschaut haben, was wir vielleicht auch auf Dekanatsebene tun können oder auch gewisse Impulse für die Pfarreien. Das ist ganz interessant, da kam einiges zustande. Dann haben wir letzte Woche auf das Zeltlager geschaut, einmal mit dem Pfarrteam und dann noch mit dem Zeltlagerteam. Wir haben entschieden, dass ein Zeltlager so nicht stattfinden kann, wie wir es kennen. Aber Sie können sich sicher sein, wir bieten eine Alternative an. Vom Termin her bleibt es auch in der ersten Ferienwoche und Sie erhalten dann weitere Infos, wie genau dieses Programm dann aussieht. Dann machen wir uns weiter Gedanken über die Fastenzeit, besonders über den Aschermittwoch, wo in diesem Jahr das Aschenkreuz nicht so gespendet werden kann und darf, wie wir es kennen. Deshalb sind wir dran, einen Aschenbrief zu schreiben. Da dürfen Sie ganz gespannt sein, dass jeder die Möglichkeit hat, sich selbst das Aschenkreuz zu spenden. Den verteilen wir dann am Aschermittwoch. Und dann noch was Erfreuliches auch. Am vergangenen Sonntag hat unsere Frau Medler-Hermann auch Geburtstag gehabt. Ja, wir konnten ihn leider noch nicht so feiern, wie wir es gerne tun, auch im Pfarrteam. Aber wir wünschen auch von hier da nochmal gottesreichen Segen für das neue Lebensjahr. Und auch schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank. Ja. In der letzten Woche wurde Gedanken gemacht im Thema Familienzeit. Es werden im Moment Päckchen gepackt und an 120 Familien verteilt. Letzte Woche war die Verwaltungsratssitzung hier in St. Pius. Da geht es um den Beschluss der Außenanlage von der Kirche. Und gestern hatte sich der Pfarrgemeinderat online getroffen zur Vorstandssitzung. Genau. Schauen wir nach vorne. Was erwartet uns jetzt noch in dieser und in der nächsten Woche? Heute Abend herzliche Einladung zu einem festlichen Lichtergottesdienst. Heute ja Darstellung des Herrn oder auch Maria Lichtmess hier in Pius um 18 Uhr. Der Blasiussegen wird auch dort gespendet und wurde jetzt auch schon ganz anders gespendet. Und es gibt auch die Möglichkeit, diesen Segen online zu empfangen, zum Beispiel durch Bischof Betzing, der morgen um 12 Uhr auf YouTube den Blasiussegen spenden möchte. Also wer mag, kann auch dort gerne mal einschalten. Aktuell planen wir auch Richtung Ostern, Richtung Pfingsten, dass wir in der St. Antoniuskirche ein Livestream zur Verfügung haben. Da sind wir jetzt gerade am Planen mit der Technik, erstmal das Internet in die Kirche bringen und dass dann eine Firma beauftragt wird, das dort einzurichten. Genau. Meine Aufgabe war die Woche noch, die Verwaltungsratssitzung zu bearbeiten, das Protokoll zu schreiben, die Beschlüsse zu schreiben. Die BGR-Sitzung am 9. Februar wird vorbereitet. Der Blick Richtung Fastenzeit. Es wird einen Fastenkalender geben, der in den Kirchen ausliegen wird. Und Briefe gehen an die Senioren raus mit Segenswünschen. Und diese werden nun auch bepackt und verteilt. Und das sind ganze 450 Stück. Leider mussten wir uns dazu entschließen, letzte Woche aufgrund der Corona-Pandemie, dass vorerst die Fahrbüros für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Sie erreichen uns allerdings wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail. Die Wünsche für Ihre Messbestellung können Sie auch gerne weiterhin in die Briefkästen einwerfen. Ja. Rückblick, Ausblick und jetzt noch zu unserer Kategorie Mach mit, da wir jetzt Pfarrgemeinderatssitzung haben, wie immer auch die Einladung, sich zu melden und zu sagen, das wäre mal schön, wenn das besprochen wird in so einem Gremium. Seien Sie mutig und sagen Sie uns vom Pfarrteam oder auch dem PGR selbst, was denn gerade wichtig für Sie ist. Ansonsten, wie jetzt eben gehört, wir verteilen ganz, ganz viele Briefe aktuell, ob es an Kommunionkinder oder jetzt die große Aktion für Familien und Senioren. Wer da Lust hat, mitzutun und auch was mitzuverteilen, kann sich auch gerne melden und wir legen vielleicht auch ein paar Briefe in die Kirchen aus, wo man sich welche nehmen kann und die auch verteilen darf. Weiterhin unsere Gottesdienste von der Gestaltung her, herzliche Einladung zum Eckengesang. Wer Interesse hat, darf sich auch gerne im Pfarrbüro melden. Einfach, wer Lust hat, sich in eine Ecke zu stellen und dann auch mitzusingen, weil das ist erlaubt
um so für die Gemeinde den Gottesdienst auch schön mitzugestalten. Und am Ende unserer Sendung noch das gute Wort für die Woche. Heute an Maria Lichtmess, da dürfen wir an Licht denken. Licht ist für uns ein heilsames Symbol. Und gerade jetzt in diesen Zeiten sind wir froh, dass die Tage langsam wieder länger werden. Und wir hören es jetzt oft in den Nachrichten, dass auch ein Licht am Ende des Tunnels da zu sein scheint. Dieses Licht, das wünschen wir uns. Somit ist Licht für uns sehr wertvoll und sehr schön. Und auch unser Glaube spricht viel vom Licht. Wir haben heute mal 5 Bibelstellen mitgebracht, die Sie mal in sich hineinhören können und schauen, was sagt uns diese Bibelstelle. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Steh auf, werde Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. So wünschen wir Ihnen jetzt in dieser Woche gottesreichen Segen und ganz viele dieser Lichtmomente. Und dann sehen wir uns kommenden Dienstag wieder, wenn es heißt Fakt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.